Liebe Freundinnen und Freunde, mit uns für die Zukunft, unser Motto für dieses Wochenende. Und ich finde dieses Motto absolut passend und trifft voll und ganz auf uns Bündnisgrüne zu. In unserem Alles ist drin-Entwurf bieten wir den Bürgern unsere Vision, Ideen und Vorschläge für die so dringend und notwendigen Veränderungen an. Sei es zu den Themen Natur und Umwelt, ein besseres Leben für Tiere, Digitalisierung, nachhaltiger und fairer Handel, Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung der Ausbildung. Im Jahr 2013 habe ich in der Gemeinde Elsterheide, ganz im Norden vom Landkreis Bautzen, den Beruf Industriekaufmann erlernt. Zu meinem Ausbildungsstart nach der Realschule war ich gerade einmal 16 Jahre jung. Meine Ausbildungsstätte 7 Kilometer von meinem Wohnort entfernt und die Berufsschule in Hoyerswerda, dort, wo ich lebe. 7 Kilometer bis zur Ausbildungsstätte, das klingt erstmal ganz charmant. Leider waren es nur die ersten 6. Der letzte Kilometer zum Gewerbegebiet ist eine Straße, wo bis vor kurzer Zeit noch 100 km/h gefahren werden durfte. Kein Fußweg dorthin, geschweige eine Bushaltestelle im Gewerbegebiet. Unsere Vision muss greifen. Entlang an jeder Straße ein lückenloses Fahrradwegenetz, denn das Fahrrad hat auch für die Mobilitätswende ein enormes Potenzial. Meine Vorstellung, jede Ausbildungsstätte muss problemlos und sicher mit dem Fahrrad und ÖPNV erreichbar sein. Diskriminierung und Ausgrenzung sind in einigen Ausbildungsunternehmen leider noch gängig. Und das fängt für mich bei vermeintlichen Späßen an. Die Azubis fassen meist nicht den Mut, diese Missstände offen bei ihren AusbilderInnen anzusprechen. Gerade kleinere Betriebe haben keine Betriebsräte. Leider ist ein bestehender Betriebsrat eine der Voraussetzungen für die Gründung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen im Unternehmen. Wir müssen die Hürden für die Gründung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen senken und den jungen Auszubildenden und jungen Angestellten mehr Mitspracherecht gewähren. Azubis und weitere junge Angestellte sollen den Mut fassen, im Unternehmen gehört zu werden. Ebenfalls müssen Stellen an Schulen und in Kammern geschaffen und kommuniziert werden, die sich mit solchen Thematiken sensibel auseinandersetzen. Ich hatte das Glück, meinen Wunsch-Ausbildungsberuf vor Ort erlernen zu dürfen. Es muss uns gelingen, innovative Unternehmen und Startups auch in der Fläche anzusiedeln, die zukunftsfähige Ausbildungsberufe anbieten. Gerade kämpfen viele Handwerksunternehmen ums Überleben. Nicht, weil die Auftragsbücher leer sind, sondern weil schlichtweg der Nachwuchs fehlt. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen jetzt in die berufliche Qualifizierung aller interessierten BürgerInnen investieren. Mehr Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung muss unser Ziel sein. Das Handwerk trägt auch zum Klimaschutz bei. Sei es beispielsweise die Fertigung und Erneuerung von Heizungsstationen bzw. Wärmepumpen in den Häusern. Leider müssen wir immer noch über Lohnungerechtigkeit sprechen, zwischen Frau oder Mann und den Ungerechtigkeiten zwischen den jeweiligen Bundesländern. Die Löhne und Gehälter müssen unabhängig vom Geschlecht und der Region gleich sein. Eine konsequente Einhaltung des Mindestlohns muss gewährleistet werden und Schlupflöcher gehören aufgedeckt. Branchenspezifische Mindestvergütungen und Tarifverträge tragen ebenfalls zur Einkommensgerechtigkeit bei. Liebe Freundinnen und Freunde, die Ansiedlung von zukunftsfähigen Instituten und innovativen Unternehmen, gerade in der Fläche, treiben den Prozess Strukturwandel aktiv voran. Nur wenn wir die Menschen und Räte vor Ort aktiv in die Findungs- und Entscheidungsprozesse einbinden, schaffen wir die nötige Akzeptanz. Wir müssen den Menschen jetzt Perspektiven für ein Leben danach aufzeigen. Die Lausitz und Nordsachsen müssen Energieregionen bleiben. Die Braunkohle ist nicht nur klimaschädlich, sondern auch absolut unwirtschaftlich. Wir müssen jetzt den Ausbau von erneuerbaren Energien wirklich vorantreiben. Solar gehört nicht nur auf die Dächer, sondern auch in die Fläche, entlang an Autobahnen, Schienen, aber eventuell auch in den ein oder anderen noch nicht gefluteten Tagebau. Der große Tourismusstandort Lausitzer Seenland ist noch in weiter Entfernung. Schilder betreten verboten, Lebensgefahr oder Gefahr Straßeneinbruch tragen nicht zum Sicherheitsgefühl und zur Attraktivitätssteigerung dieser sonst so schönen Region bei. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Räumen ist für die Menschen die Mobilität von hoher Bedeutung. Wir müssen jetzt finanzielle Mittel bereitstellen, um den Ausbau des Schienennetzes aktiv voranzutreiben und alte Strecken reaktivieren. Des Weiteren ist unsere Devise Straßenerhalt vor Straßenneubau. Der Supermarkt vor Ort
der kurze Weg zum Arzt oder der sichere Weg in die Kitas bzw. zur Schule. Die lokale Daseinsvorsorge, Mobilität und die Digitalisierung in den ländlichen Räumen sollte uns ein Herzensanliegen sein. Gerade in der Corona-Pandemie ist mir der Bereich Kultur ein sehr wichtiges Herzensthema geworden. Die Pandemie hat uns gezeigt, welche Gruppen nicht genügend wertgeschätzt werden. Neben den Care-Berufen, die schon vor der Pandemie nicht ausreichend wertgeschätzt worden sind, wurden auch AkteurInnen in der Kultur vernachlässigt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich spiele in einer Ska-Punk-Band Posaune. Und zu einem gelungenen Konzert gehören nicht nur wir, die MusikerInnen, sondern ohne TechnikerInnen, Catering, InhaberInnen von Konzerthallen und vielen weiteren wäre ein gelungenes Konzert undenkbar. Für diese Menschen war 2020 ein schwieriges Jahr. Zu viel Bürokratie, um Hilfen zu beantragen. Die Hilfen wurden dann auch noch zu spät ausgezahlt. Wir müssen alles daran setzen, dass Konzerthallen, Museen, Clubs, Kinos, Theater und Kneipen wieder problemlos nach der Pandemie öffnen können. Ich habe so richtig Lust auf ein Live-Konzert und ich hoffe ja auch. Vielen Dank.